Also zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem 25-jährigen Jubiläum, denn der Kampf um mehr Demokratie endet nie. Willy Brandt hat gesagt, 1972 mehr Demokratie wagen. Und ich glaube, das sollten wir uns heute auch wieder auf die Fahnen schreiben. Denn wenn dauernd erzählt wird, die Märkte wollen das, und wenn die Bundeskanzlerin sagt, wir müssen unsere Demokratie marktfähig machen, dann halte ich dem entgegen, nein, wir müssen die Märkte und alle Bereiche der Gesellschaft demokratiefähig halten oder machen. Das ist die Aufgabe. Und deshalb bin ich auch für mehr Bürgerbeteiligung, sowohl auf Bundesebene, auf europäischer Ebene, in den Ländern, aber auch in den Kommunen. Und ich glaube, dass dieser Gedanke der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern auch nicht nur im formalen Sinne Abstimmung ja oder nein begriffen werden darf, sondern wir müssen lernen, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zu etablieren, sie auch zu lernen. Und dann daraus eben auch ein anderes Verständnis von Entscheidungsfindung zu entwickeln.